didn't fit into one. Hallo und herzlich willkommen hier in der historischen Motorsportwerkstatt in Weissach zu unserem Herzensprojekt, dem Aufbau des GT3 DTM Siegerwagens. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist einiges passiert in der Zwischenzeit und das schauen wir uns jetzt mal genauer an, zusammen mit unseren Experten. Zurückerinnert bekomme ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, also es war schon sehr viel Emotionen, es sind auch sehr viele Tränen geflossen. Das war in der Geschichte jetzt, sag ich mal, vom Museum sicherlich jetzt mal einzigartig. Servus! Armin. Sven, grüß dich. Ja Mensch, es ist ja richtig was passiert in der Zwischenzeit. Also Riesenjob und Gratulation an euch und an das Heritage-Team des Museums. Das Auto sieht ja eigentlich schon bereit aus für einen Einsatz. Wann kann ich den Helm holen, Armin? Ja, tatsächlich, es ist bereit für einen Einsatz. Wie gesagt, es steht auf der Messbühne und bereit für Setup und anschließend Feierab. Aber ja, dann geht's los. Richtung Rollout. Was war nicht so der genaue Ablauf? Ich weiß, das letzte Mal stand ja zum einen das Unfallfahrzeug, das Originalfahrzeug und das neue Chassis. Und da wurde ja von rechts nach links gearbeitet. Was waren so die Abläufe von da ab? Ja, also wie bei jedem Rennfahrzeug, klassisch beide Karossen nebeneinander. A, alle Teile, die brauchbar waren, sind vom Alter an das neue Chassis hingewandert, ganz klar. Und dann hat man begonnen, Kabelstrang, Verrohrung, und Steuergeräte, Tank, Fahrwerksteile, Motor, Getriebe, Fahrwerk und Karosserie. Ganz klassischer Aufbau. Okay. Und Sven, wie war das für dich? Du kennst das Auto ja am besten. Du warst ja der Chefmechaniker für dieses Fahrzeug beim Einsatz, beim historischen Sieg am Nürburgring am 2. Juli 2022. War das für dich genau gleich wie jetzt Vorbereitung für ein Rennen? Ja, also ich würde sagen, die Vorbereitung war eigentlich genau gleich. Okay. Also, theoretisch kann man mit dem Auto erst wieder Rennen fahren, also er ist fahrbereit, also ready to go. Top. Also im Originalzustand wieder, wie letztes Jahr bei der DTM-Saison, ja. Ja, Wahnsinn. Und was waren Herausforderungen oder Schwierigkeiten auf dem Weg? Gab es da was, worüber man jetzt reden kann oder sagen kann, hey, an der Stelle natürlich, war eine besondere Herausforderung? Na, generell mal die Teile. Da war am Anfang natürlich die Frage, sind alle Teile überhaupt vorhanden? Kriegt man das alles in diesem Zeitraum, wo man das machen möchte, hin? Okay. Uns kommt dann natürlich entgegen, was cool war, ein Museumsfahrzeug wird nicht in dem Tempo aufgebaut wie ein richtiges einsatzfähiges Rennfahrzeug. Ja. Da würde so ein Umbau in 2-3 Tagen stattfinden. Ja. Mir konnte das unterbrochen durch die Dokumentation, die wir für das Museum machen. Hat es bei uns ein bisschen länger jetzt gedauert, aber generell waren wir trotzdem in einem Zeitraum von 4 Wochen fertig. Wie groß war eigentlich die Crew jetzt, die am Auto unmittelbar beteiligt war beim Aufbau? Also es war hier der Sven von deinem Team, der uns dann natürlich hervorragend mit seinem Support unterstützt hat. Und dann noch ein Techniker hier von der Motorsportabteilung, was cool war, weil wir dann natürlich gleichzeitig zu dem Aufbau auch noch diesen Know-how-Transfer absolviert haben, was für uns extrem wichtig ist. Wow. Ja, und ich sag mal jetzt dann das Fahrzeug auch wieder in Originalzustand zu versetzen, weil wenn ich sehe, das Finish ist ja bereits gemacht, das Auto ist wieder foliert. Einige Teile haben wir gesehen, war ja schon foliert, das Chassis an sich nicht, das ist ja dann nur lackiert und ist dann basisweiß. Wie war das für dich jetzt gewesen, das Auto jetzt final im Finish zu sehen, vorm vollendet? Also bei mir ist es im Grunde genommen so geworden, wie es bei dir eigentlich schon immer war. Tatsächlich, und du hast es vorher schon eingangs gesagt, ein Herzensprojekt. Ja. Ich bin so richtig verwachsen, weil ich halt von Anfang an bei dem Projekt jetzt mit dabei war. Und gestern, nachdem der Verlierer da Hand angelegt hat und die letzte weiße Flagge dann zuwahret und man das Auto das allererste Mal in diesem Livery wieder gesehen hat, wie es ursprünglich war, das war ein Gänsehautmoment. Wow. Und Sven, jetzt sehe ich ja ein ganz normaler Vorgang, bevor es auf die Strecke geht. Das Auto wird vermessen. Was sind jetzt noch die weiteren Schritte, bis man wirklich auf die Strecke gehen kann? Genau, also theoretisch, der vorletzte Schritt, würde ich sagen, ist noch vermessen. Mhm. Dann noch einmal ein Feierabend machen und dann können wir loslegen und mal testen, wie er fährt. Gutes Stichwort, weil ich weiß, da war noch ein offener Punkt bei der ganzen Geschichte. Wer sitzt denn da zwischen Sitz und Lenkrad und darf die ersten Kilometer, die ersten Meter fahren? Ja, Timo, ich weiß, Das höre ich zwischen den Zeilen, höre ich es raus. Aber Interesse natürlich. Ne? Aber die Fahrerfrage bleibt bis zum Schluss noch ein bisschen ein Geheimnis.
Ah, das ist ja wie im internationalen Motorsport, das ist ja Wahnsinn. Er lässt nichts raus. Ich werde hartnäckig bleiben, weil es natürlich auch interessant für mich zu sehen, wer dann letztendlich fährt. Und ja, auf jeden Fall eine Riesenleistung von dem gesamten Heritage-Team. Der 911 GT3R ist ein Fahrzeug zur GT3-Klasse, was ein internationales Reglement ist. Man kann quasi mit diesen Fahrzeugen weltweit fahren. Es gibt weit über 10 Hersteller, die die Fahrzeuge für dieses Reglement anbieten. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Konzepte. Frontmotor, Mittelmotor, Heckantrieb ist eigentlich bei jedem. Und beim 911 GT3R ist eben ganz klar, basierend auf dem Straßenfahrzeug 911 GT3 RS, auch ein Heckmotorfahrzeug mit dem charakteristischen 6-Zylinder-Boxermotor, 4 Liter Hubraum, knapp über 500 PS. Und ja, da macht das Fahren schon sehr viel Spaß und das Auto ist sehr verdient. Also hat über die letzten 4 Jahre unheimlich viele Rennen gewonnen. Nicht nur den ersten DTM-Sieg am Nürburgring, also wie dieses Fahrzeug eben, sondern hat auch die Langstreckenklassiker 24 Stunden Spa, 24 Stunden Nürburgring gesamt gewonnen. Man kann mit diesem Fahrzeug dieser Kategorie auch bei den 24 Stunden von Daytona starten, 12 Stunden Bathurst, also alles diese Langstreckenklassiker, die einfach ja, weltweit stattfinden und die auch diese, ja, würde ich sagen, diese Fahrzeugkategorie und Klasse auszeichnen. Wie wir sehen, sind die Jungs schon am Vermessen. Das ist für uns ein guter Zeitpunkt, ein paar Sachen auch nochmal zu beleuchten oder auch zu erklären. Hier sieht man eine Messvorrichtung. Maßgabe ist natürlich auf dem ebenen Unterboden. Und da gibt es hier diese Messräder und diese Teller, wo dann ja, per Laser dann das Fahrzeug vermessen wird. Und die Haupteinstellwerte eigentlich, die man dann checkt oder auch natürlich dann abprüft, ist, wie das Rad im Rathaus steht. Also, um letztendlich den Reifen noch optimal zu nutzen. Da gibt es verschiedene Werte, die man einstellen kann, also Spur und Sturz, also wie geneigt ist der Reifen im Rathaus und wie steht der Reifen dann zur Fahrbahn, um einfach, ja wie gesagt, nochmal den Reifen halt eben optimal zu nutzen. Dann kann man den Stabi noch einstellen, das ist ein mechanischer Vorgang und natürlich dann auch die Fahrzeughöhe abprüfen. Bei der Fahrzeugkategorie der Klasse GT3-Klasse kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der die Performance ganz entscheidend prägt. Und das ist eben die Aerodynamik. Und hier sieht man schon den vorderen Diffusor, der quasi ja, den Start des geschlossenen Unterbodens bildet und da jetzt schon anfängt, die Luft unter dem Auto ja, quasi zu leiten. Das ist ein ganz entscheidender Faktor eben für die Fahrstabilität des Fahrzeugs und des Gripniveaus, besonders in schnellen Kurven. Dazu noch hier diese ja, Dive Planes, heißt auf Englisch, man kann auch Flicks dazu sagen, die Luft auch ums Auto rum ja, ziehen und dann auch wieder mehr Abtrieb, sprich bei höherer Geschwindigkeit eben das Fahrzeug noch mehr an die Strecke pressen, um einfach dann noch mehr Fahrstabilität und letztendlich auch Grip und auch ja, Komfort für den Fahrer zu haben, was sich dann ganz entscheidend auf die Rundenzeit auswirkt. Aber was vorne natürlich passiert, muss in Einklang stehen mit dem Heck und da gehen wir jetzt zum Heck und schauen, welche Elemente wir da haben. Ja, was wir vorne draufgepackt haben am Grip, muss natürlich hinten auch wieder kompensiert bzw. ausbalanciert werden. Und da haben wir natürlich eine riesen Theke, würde man heute sagen. Der Heckflügel, ganz charakteristisch, sehr breit von den Maßen, auch von der Tiefe her, auch etwas gewölbt, was natürlich im Windkanal dann auch erprobt wird, um so wenig wie möglich Luftwiderstand zu haben, also sprich auch Topspeed zu haben, aber trotzdem hier diesen Anpressdruck, diesen Grip in schnellen Kurven einfach zu nutzen und zu maximieren. Der Heckflügel ist auch einstellbar in neun Positionen und damit kann man dann spielen, zusammen mit dem Rake, also mit der Fahrzeughöhe, eben schauen, wie dass man das Auto eben abstimmt, auch für schnelle Kurven. Wir haben vorne von dem vorderen Diffusor gesprochen. Hier sehen wir das Heck, den Heckdiffusor, der quasi dann das Ende bildet des geschlossenen Unterbodens. Hier kommt die Luft dann wieder raus und man sieht das immer ganz schön, wenn diese Fahrzeuge im Regen fahren, dass man diese Gischt, also das Wasser, was unterm Unterboden rausgezogen wird, geht fast schon einen Meter hoch in die Höhe. Und da sieht man, was da eigentlich unterm Unterboden, unterm Fahrzeug so passiert und auch ja, an Grip dann aufgebaut wird. Also es ist immer ein tolles Spektakel. Das war mal so eine kleine Einführung in die GT3-Klasse und wie moderne Rennfahrzeuge abgestimmt sind und was so die Herausforderungen sind, um schnell damit zu sein. Weil das ist natürlich das Ziel, dass man damit auch Rennen gewinnen kann. So, der große Moment ist gekommen, der Motor wird gleich abgestartet, die Technik wird geprüft, der Armin sitzt schon drin und nebendran ist der Laptop schon eingestöpselt, also kann losgehen.
Abstarten war perfekt. Der Motor lief einwandfrei. Ja, es ist nur noch ein Thema offen. Wer fährt denn jetzt das Rollout? Sollen wir das mal ausknoben, wir zwei? Ja? Können wir gerne machen. Also es bietet sich ja das Schnick-Schnack-Schnuck-Prinzip an. Bist du bereit? Bin bereit. Also, Schnick, Schnack, Schnuck.